So, Kit, was hältst du denn eigentlich von Battlegrounds, seit das Amalgam weg ist? Hast du da schon ein bisschen gespielt? Muss man komplett umdenken und die Single Trap Stacking bringt fast gar nichts mehr. Achso, man muss komplett umdenken. Oder noch eine ganze Menge. Und das Problem ist, seit das Amalgam weg ist, sind halt. Oh, geil, Kit, du hast einen Denzel Darrell. Denzel Darrell, by the way. Ich habe eine Methode gefunden, mit Denzel Darrell immer in die Top 4 zu kommen. Immer. Nee, nee, ich kann nicht sprechen. Ja, das Problem ist, dass schlichtweg jetzt gewisse Heroes du haben musst, um zu gewinnen. Du kannst mit Heroes wie der Queen Wack Toggle nicht mehr gewinnen. Dadurch, dass das Amalgam wegfällt. Das ist ein großes Problem. Natürlich never upgrade. Göttlich. Ich finde auch, dass der Fünfer Murloc, den sie ja. Den Fünfer Murloc haben sie ja ins Spiel gebracht. Um Murlocs zu stärken. Das war okay, bevor das Amalgam verschwunden ist. Jetzt ist der Begurgle zu stark. Den denke ich schon für den 14. Aber ab davon, die Never Upgrade Denzel Darrell Version, spiele ich wahnsinnig gerne. Gewinnen ist zwar unmöglich, aber du kommst immer in die Top 4. Immer. Also Top 4 ist hundertprozentig garantiert. Weil das kann keiner schlagen vom Lineup her. Bis zu einem gewissen Punkt. Probier's mal durchzuziehen, Kid. Das ist so geil. Ich freue mich immer, wenn ich Denzel Darrell finde. Habe ich mir schon gedacht. Ist actually auch gar nicht so bad. Ziemlich starkes Lineup. Ja, natürlich kannst du gewinnen, aber die Wahrscheinlichkeiten sind zu gering. Wenn deine Gegner Lappen sind, dann gewinnst du auch mit der T1-Variante, aber höchst unwahrscheinlich, wenn die Gegner wissen, was sie tun. Das ist ein Fakt. I think you can win this thing. Ja, nimmst du halt den Bullshit hier. You're good at this. Wenn ich den jetzt hätte, ist absolut, absolut GG. War das auch fein. Okay, das nenne ich mal ein Taunt-Line-Up. Klar, das ist alles lagabhängig. Du kannst auch bei der T1-Variante, kannst du auch mega unlucky sein und kriegst nur auf die Fresse, weil nicht die Minions kommen, die du brauchst, um zu tanzen. Der Cookie! Dankeschön für den 30. Mann! Auf die 3. Viel Liebe. Ich hoffe, du hattest ein schönes Weihnachtsfest. I think you can win this thing. Oh, da ist schon was Goldes. Moment mal. Kit hat schon zweimal verloren. Inakzeptabel. Ich möchte das nicht. Ja, jetzt komm, Triple. Ist natürlich bad, aber für die Stats kann man es machen. Für Demon ist das ein solides Setup. Ja, aber wenn du gewinnen willst, spielst du nicht Demons. Das tust du halt nicht.
Ah, scheiße, hätte ich nicht drehen dürfen. Ah, hätte ich einen Insta gekillt, war eine schlechte Entscheidung. Bad decision. Ja, hätte ich sonst gewonnen. Zu viel gefressen? Ach, nice. Ja, ja, schöne Feiertag. Gestern gestreamt, heute gestreamt. Weihnachten. War auch entspannt, alles cool. Yes! Hab ich den auf? Na, ich versuche das Triple zu finden. Na, das ist gut. Das ist ein gutes Lineup. Jo, das ist ein neuer Modus. Der wird im April erst richtig rauskommen. Bis hierhin ist Beta. Okay, und der Weihnachts. Wolfie G. Wolfie Gasm. Keep up the momentum, friend. Guter Hit. Perfekt, Katgas, useless. Klarer Sieg. Cameo, kann jeder jetzt schon spielen. Jeder darf die Beta spielen. Nice work out there. Keep up the pressure. Ja, da glaube ich, werde ich nicht mehr Hero powern. Ist useless. Das ist aber ziemlich gut. Ich spiele gegen Syndra Ghost, ich sollte mir nicht allzu viel Sorgen machen. Kid ist jetzt Vierte, so gefällt mir das. Rafam wird sich freuen, kriegt nur T1 Minions. Keep up the momentum, friend. Ja, der Modus macht einfach Spaß. Das ist absolut herrlich. Damn. 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 Verliert. Ja, wrong trades. Wenn er vorher stirbt, gewinnen wir. Oh, it's okay. We all hit some bumps now and then. Ich glaube, ich werde auf die Voidwalker jetzt verzichten. Oh! There we go! Double triple, baby! Double triple ist da, Junge! Double Triple ist da, Baby. Keep up the momentum, friend. Oh, da hat einer aber schon ein Triple. Also ein. Oh ja, den kriegen wir trotzdem down. Sehr gut. Hey, kriegen wir down. Schade, dass wir sie jetzt nicht gekillt haben.
Ist okay. Your minions really pulled their weight. Wenn ich jetzt noch Triple vom Overseer finde, dann ist komplett over. Ja, ich muss auf Demon Build gehen. Wie wär's, wenn ich jetzt einfach mal gar nichts finde? Solide. Solide. I think you can win this thing. Wir buffen jetzt ihn nicht mehr durch Mal'Ganis, spielt aber keine Rolle, weil der eh schon viel zu stark ist. Und wir uns sowieso kein Damage mehr geben wollen. Easy win. Extrem leichter win. Der Rafan kriegt das wirklich auf die Fresse. Nein, ich wollte den einen Schaden ja nicht vermeiden. Ich wollte ja, dass der auf 42 geht. Das war schon richtig so. Your minions really pulled their weight. Demons kann ich ja immer noch spielen, um ihn zu buffen. Das werde ich auch. Ich muss nur noch einen Overseer finden. Naja, das ist vermutlich auch nicht so bad. Oder ich scheiße auf den Overseer. Ja, Triple Overseer kriegen ist eh unwahrscheinlich. Ja, solid. Ja, solid, Leute. I think you can win this thing. Perfektes Target für uns. Perfekt. Nicht perfekt. Aber egal. Gutes Target. Gutes Target. Gut. Er stirbt auf jeden Fall. Perfektes Target. Wir gewinnen. Nein, wir spielen Unschieden. Das ist okay. Gegen den ersten Unschieden ist in Ordnung. Nehme ich. Ich bleibe auf T4. Ich denke, das ist das Sinnvollste für mich. Das lohnt sich nicht. It's good to get some minions in play. Normalerweise sollte man rollen, aber machen wir jetzt an der Stelle mal nicht. Hey Wolf, ich finde toll, dass es gibt. Leider bin ich zu betrunken, um mehr zu schreiben. Ja, läuft. Danke für die Streams, geilen Content und der unfassbare Art, uns zu unterhalten. Bis 100% auf weitere 90 Jahre. 90 Jahre. Fox, ich glaube, du hast kein Alkohol zugenommen. Die hat mal ins Gehirn geschissen. Alter, in 50 möchte ich abdanken. Weiß ich zu schätzen, Fox. Brust und schlaf den Rausch aus. Warum hast du den Dude nicht genommen, der 3 Damage macht, wenn ein Demon stirbt? Weil 3 Damage für den Arsch ist. Mit zu weak. Nice.
Besser als der Void Walker? Nein, weil der Soul Juggler mein Wrathweaver nicht bufft. Kid macht's richtig, Mann. Kid macht alles richtig. I love it. Hiring that minion will get you a triple. Yeah. Another satisfied. Gegen den Toten, deswegen kann ich das Play so machen, wie ich es gerade gemacht habe. Also Kid macht halt kein Damage, für den Fall, dass ihr euch fragt, warum die kaum Damage macht. Die Methode, nur T1 zu spielen, ist halt einfach in die Top 4 zu kommen. Du killst keine Leute, aber du überlebst halt auch alles andere. Kid hat Top 4 auf jeden Fall safe, denke ich auch. Jetzt noch eine Frage, hast du damals mit dem 2 abgebrochen oder wird es lange Zeit? Ich habe es abgebrochen, weil es keinen interessiert hat, ja. Warum nur 6 Minuten, keine 7? Weil ich sonst nicht wieder upgraden kann? Oh no, Kid! Okay, Kid wird mich nicht töten, hoffentlich. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Kid mich tötet, ist gen Null. Aber ich will Kid auch nicht töten. Crystal Weaver, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ist kein Demon, also probably not. Kid hat die Triple, die T1-Taktik. Das bedeutet, das Minion muss zuerst angreifen. Klar, bin ich schon mal gegen Toten gestorben, das war eben schon mal passiert. Timo, danke schön für den 12. Danke für einiges Support, mein Lieber. Danke dir. Woher das Subson ist? Aus GTA 4. Ich habe das geupgradet und verkauft, um auf 4 Münzen für den Upgrade zu kommen. Ach, krass. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt die T1-Taktik schon ziemlich oft gespielt. Das Lineup ist für T1 sehr schlecht. Deswegen muss ich leider Kid auch jetzt raushauen. Aber scheiße, ich habe gedacht, echt Top 4 reicht's. Aber das Lineup war für die Taktik echt nicht gut. Sorry, Kid. Da kann sie bei der Medizin, dass das nicht so gut ist. Gespielt hat sie es richtig, von den Stats her. Von den Stats hat sie das richtig gespielt. Mir bringt jetzt noch ein Triple Void Lord was, ansonsten bringt mir eigentlich nichts mehr wirklich was. Wie gesagt, es ist eine Demon-Taktik, damit gewinnst du nicht, damit kommst du Top 4 und gut ist, und das habe ich erreicht. Another Mal'Ganis? Kann man locken? Oder man zieht Mal'Ganis einfach und muss es nicht locken. Habe jetzt zum ersten Mal selbst angewandt. Dafür war es ganz gut, Kid.
Ja, ist schon witzig, gell? Ja, ich feiere das auch komplett. Find's richtig geil. Na sicher, Michi, ich hoffe du auch. Nee, deswegen gewinne ich nicht automatisch. Gewinnen tust du mit dem Line-Up nicht. Das Line-Up ist zu schlecht, um zu gewinnen. Top 3 könnte aber noch hinhauen. Ah, wrong target. Oh! Das tut weh. Oh, das hat jetzt wehgetan. Okay, wenn wir jetzt den snipen, können wir es schaffen. Natürlich kommt ein fucking Mech raus. And another Mech. Okay, wir gewinnen. Oh krass, Rafam hat gewonnen. Hauptsache ich bin Platz 1. Rafam hat 11 Damage. Oh mein Gott. Okay, wait. Okay. Hey, das ist ja mega witzig gerade. Weil ich jetzt nur nochmal Damage geben kann und ihn doch nochmal buffen kann. Hey, ist ja mega. Down a minion and up a goal. We'll take you down. The frozen wind. How about Ganesh? I am eternal. Der darf nicht gesniped werden. Ich würde mal Exner jetzt erstmal nicht spielen. Eigentlich sollte ich mal Exner für Soul Juggler spielen. Oh. Zweimal Gift. Ich kann es schaffen mit den richtigen Trades. Alter, 73 Damage. Ich überlebe. Okay, alles gut. Der Typ hat 6 Triple. Den kann ich nicht besiegen. Dementsprechend brauche ich auch hier. Ne, da muss ich mit Gift kontern. Das ist Gift vor Gift, Alter. Uff, Alter. Ich brauche noch einen Void Lord. Wenn ich noch einen Void Lord finde, habe ich eine Chance. Ist ein bisschen viel mal Garnes. Okay, Gift hat Gift gehittet, das ist gut. 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 Warte, ich kann es nur schaffen. Nope, ich kann es nicht schaffen. Ha! Ah, war zu krass. Squirrel, danke schön für den 10. Vielen Dank dir.
Ja, da war nichts zu holen. Zweiter ist fein. Zweiter ist fein. Okay, und ich krieg keine Punkte. Ich hoffe, dieses Hearthstone-Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, lass gerne eine Bewertung da und schreib mir natürlich einen Kommentar zu dem Video. Vielen lieben Dank an meine eingeblendeten finanziellen Supporter. Danke, dass ihr es mir möglich macht, diese Hearthstone-Highlights neben meinen ganzen Livestreams noch zu produzieren. Wenn du dich dieser Liste anschließen möchtest, klick unter dem Video einfach mal auf den Mitglied-Werden-Button. Ihr könnt mir aber auch anderweitig helfen, zum Beispiel über meine Affiliate-Links in der Videobeschreibung, zum Beispiel bei euren Amazon-Einkäufen oder wenn ihr was auf Display bestellt oder natürlich eure Spiele bei Instant Gaming. Das hilft mir auch. Für weitere Action klickt auf jeden Fall auf den Abo-Button und drückt die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Hier gibt es noch zwei Videos für euch. Wenn ihr die allerdings schon kennen solltet, dann klickt einfach mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Da findet ihr eine Liste von all meinen über 200 Projekten. Ich denke, da wird auf jeden Fall noch was für euch dabei sein zum Gucken. Bis dahin noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Match.